Sascha Huber hat den Dschungel Panamas und die Wildnis Alaskas überstanden. Doch jetzt wartet in den Alpen seine größte Herausforderung auf ihn. Oh. Viel zu langsam, oder? Oh. Willkommen bei Klein gegen Sascha Huber. Ich bin Carla, ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus Augsburg. Also ich freue mich extrem, Sascha Huber kennenzulernen, weil meine Schwester und ich haben sehr viele Workouts von ihm gemacht. Und deswegen ist es auch etwas sehr Besonderes. Und Carla, was geht? Geht's dir gut? Ja, mein Vater hatte mir mal ein Stand-Up-Paddle geholt. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte ja auf einem Stand-Up-Paddle Burpees machen. Das Wasser ist ihr Element, deswegen, ja, die wird gut abliefern. Wir machen Burpees, das heißt, viel Balanceakt ist heute gefragt. Ist vielleicht nicht mein bestes Ding, aber ich werde mein Bestes geben. Alle in meiner Familie skaten und meine Schwester und ich haben noch als Hobby Schwimmen. Und mein Papa, meine Schwester und ich surfen auch. Skaten und Surfen ist schon meine größte Leidenschaft. Meine Idole beim Skaten sind Tony Hawk und mein Skateboardlehrer Tom Cat. Er hat mir zum Beispiel auch den Drop-In beigebracht. Mit Wasser habe ich bis jetzt noch nicht so viel gemacht, außer eine Wasserüberquerung mit dem Bundesheer. Umso gespannter bin ich, was da heute los ist. Wir haben da hinten ja einen Sub stehen. Wie viele Trainingsstunden hattest du jetzt, um dich da vorzubereiten auf unsere Challenge? Also ich weiß es ja schon seit 2 Monaten und ich habe schon fast jeden Tag geübt. Oh, sehr krass. Die meiste Zeit habe ich auf dem Boden trainiert, damit ich erstmal so das Gefühl bekomme, dass ich die richtig kann, die Burpees. Und dann habe ich sie auf dem Wasser auch probiert. Also mein Vater hat mich immer unterstützt. Ja, ich habe mich natürlich versucht vorzubereiten. Es war nicht viel Zeit, kam ja gerade erst von der Insel. Deine Einschätzung bei mir, was würdest du sagen? Fall ich ins Wasser oder nicht? Ich glaube schon, weil du schon ein bisschen, also auch mit deinen Muskeln, hast auch ein bisschen mehr Gewicht. Ja. Und wenn man dann springt, dann hat man auch nicht so gute Balance. Okay, ja gut, das ist ein sehr guter Einwurf. Also hinsichtlich der Balance werde ich meine Grenzen erreichen. Hoffentlich falle ich nicht rein, aber ich glaube, die 60 Sekunden schaffe ich irgendwie durchzuziehen. Jetzt heißt es abliefern. Ich habe natürlich dir wieder was mitgebracht, ne? Du darfst ja nicht sehen, was sie macht, was sie schafft. Augen zu, Ohren zu. Und dann legen wir los. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute, Carla. Du wirst das Ding rocken. Bitte nicht reinfallen. Das überlasst du dann mir, okay? Okay. Gehen wir's an? Ja. Okay, let's go. Beim Bergsee-Burpee-Duell geht es um Körperspannung und Koordination. Ziel ist es, so viele Burpees, also Liegestütze, gefolgt von einem Strecksprung, wie möglich zu schaffen. Und weil das nicht schon anstrengend genug ist, stehen beide dazu auf einem Stand-Up-Paddleboard. Innerhalb von 60 Sekunden werden alle vollendeten Burpees gezählt. Carla, bist du bereit? Ja. Klein gegen groß. Auf los geht's los. Los, Carla! Los! Carlas ganze Familie und auch der Skate-Trainer Tom sind zur Unterstützung mitgekommen und feuern sie jetzt kräftig an. Man merkt, dass sie auf dem Board zu Hause ist, oder? Sicher sieht das aus hier mit dem Burpees, ja? Aber bisher hat sie kein einziges Mal die Balance verloren. Und sie gibt richtig Gas hier. Halbzeit. Carla hat bereits 15 Burpees geschafft. Da gab es den ersten kleinen Stolperer, aber sie kommen nicht aus dem Rhythmus. So, jetzt ist sie bei 20. Die letzten 10 Sekunden. Reicht es noch für einen weiteren? Stopp! Leider konnte sie den nicht mehr beenden. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie Sascha sich schlägt. Ich habe einfach gedacht, es ist gut. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Boah! Okay, das kannst du nicht ganz machen. Sascha, bist du bereit? Naja, aber muss. Klein gegen groß. Auf los geht's los. Okay. Ah, hier merkt man ihm schon ein bisschen die Unsicherheit an, ne? Startet ganz schön zaghaft ins Duell.
Aber Sascha wäre nicht Sascha, wenn er nicht alles geben würde. Sieht das richtig scheiße aus, oder geht's? Naja. Das sieht richtig scheiße aus, oder? Viel zu langsam, oder? Boah. Scheiße! Ein bisschen schon, aber... Noch 30 Sekunden. Er liegt zur Halbzeit jetzt 5 Burpees hinter Carla. Boah, ist das heftig. Ah, bei der Ausführung muss noch ein bisschen mehr Tempo rein. Ah, das Board wippt auch deutlich mehr, aber ist natürlich auch ein Stück schwerer. Nur nicht reinfallen. Letzten 10. Kann Sascha das Ruder noch rumreißen? 5, 4, 3, 2, 1. Und aus. Auch hier zählt der letzte Burpee leider nicht mehr. War nach der Zeit. Sehr gut. Danke sehr. Hey, vielen Dank. Er ist doch ganz erschöpft. Das bin ich wirklich. Oh, ich sag euch was. Das Ausbalancieren, das macht's so richtig schwer. Ja. Ich bin komplett K.O. Es ist wirklich schwieriger, als es aussieht. Ja, oder? Ja. Das dachte ich mir auch. Genau, gut, dass du das jetzt sagst. Hier zu Hause, die alle jetzt schauen. Probiert das mal aus, dann schauen wir weiter. Ja? Wie wir gleich mal gesagt haben, bevor das Ergebnis jetzt verkündet wird. Du hast 25 Burpees geschafft. Du hast ja auch durchgezogen. Jetzt wird's spannend. Ja. Und das sah auch sehr gut aus. Aber leider hast du nur 20 geschafft. Oh, 20. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Und ich kann nur sagen, damit du auch die Balance nicht nur jetzt hier so wie am Sub so gut hältst, sondern auch beim Surfen oder natürlich auch am Skateboard, ganz egal, und weiterhin einfach Spaß hast bei deinen Sportarten, würde ich sagen, haben wir ein Geschenk für dich. Gibt es irgendwas vielleicht, was du dir gewünscht hast? Kabellose Bluetooth-Kopfhörer. Sehr gut. Und genau diese kabellosen Bluetooth-Kopfhörer haben wir für dich. Die bekommst du gleich überreicht. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ich hoffe, du freust dich. Auf jeden Fall. Ja, das freut mich. Sehr gut. Hast eine super Challenge hier ausgedacht. Ja, lieber Carla. Und herzlichen Dank auch da fürs Zuschauen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und Carla, ich würde sagen, wir springen rein, oder? Bist du dabei? Also, let's go. Peace! Herzlichen Glückwunsch. 25. Was? Ja, ich habe alles gegeben. Aber nochmal 5 mehr hätte ich definitiv nicht geschafft. Ne? Aber für das erste Mal ist es schon gut. Ja? Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.